Elefanten sind nur schon von ihrer Größe her für mich äußerst spannende Tiere. Und wenn man dann noch den Rüssel dazu nimmt, das Organ, das so multifunktional ist, das doch so fein kann sein und so fein kann gesteuert werden, dann steigert das die Faszination noch. Wir haben das große Glück und eine außerordentliche Chance, ein Projekt zu machen für eine neue Anlage. Wir können planen, eine neue Art von Haltung von Elefanten. Und das war eine ganz große Chance gewesen. Gegen Ende dieses Projekts hat sich eine besonders große Herausforderung gestellt, weil wir noch ins unfertige Gebäude haben müssen zügeln. Der Grund dafür war, dass die Indie hochträchtig war und der angenommene Geburtstermin so in Grössenordnung der Eröffnung war. Und wir wollten nicht so kurz vor der Eröffnung einen Umzug machen, darum sind wir im 2004 bereits im März mit allen Elefanten ins neue Haus ab. Wir haben nur den ersten Schritt können machen können. Wir haben den innersten Teil zur Verfügung gehabt und haben dann nach und nach die anderen Teile zur Verfügung gekriegt. Das Ganze ist sehr sorgfältig vorbereitet worden, hat auch lange Vorbereitung gebraucht. Nicht zuletzt, weil auch der Maxi musste daran gewöhnt werden, nach über 30 Jahren Ketten zu tolerieren, wenn wir für den Transport aus Sicherheitsgründen fixieren wollten. Bei dem ganzen Umzug ist auch zum Ausdruck gekommen, dass die Elefanten ganz unterschiedliche Charaktere haben. Und das ist auch ein spannender Aspekt von diesen Tieren. Und zwei sind so ziemlich gegensätzlich gewesen. Einerseits der Maxi, andererseits die Indie. Die Indie hat ja eine Vergangenheit als Zirkuselefant. Sie war gewohnt, herumzureisen, an neue Orte zu gehen, immer wieder neue Verhältnisse anzutreffen. Es ist auch ein Tier, das gelernt hat, lernen. Eine Eigenschaft, die wir zu spüren kriegen, weil sie ist sehr innovativ, wenn es darum geht, Werkzeuge zu brauchen, um alles Mögliche zu zerlegen. Und sie hat eine äußerst lehrreiche Tochter, Chandra, die sehr viel abschaut und weiterentwickelt. Also das ist ein Gespann, das sehr intensiv mit der Umgebung interagiert. Und davon sind wir ausgegangen, dass die Indie eigentlich mit dem Transport wieder so ein grosses Problem hat. Sie sind dann auch die ersten beiden gewesen, die Indie und Chandra, die wir abtransportiert haben, in einer grossen Transportkiste. Und dann haben wir sie am Haus angedockt und das Tor aufgemacht und Chandra ist relativ schnell raus. Die Indie ist mit dem Hinterteil zum Tor stehen geblieben und das über Stunden. Chandra hat schon alles Mögliche erkundet gehabt. Die Tierpflege haben die Indie probiert, gut zuzureden, mit Leckerbissen, allem drum und dran. Sie hat sich nicht von der Stelle gekommen. Sie hat einfach nicht zur Kiste auswählen. Und nach ein paar Stunden hat sie dann doch einmal die zaghafte Versuche gemacht, rauszugehen. Und es hat noch ein paar Neuerungen gegeben. Also es ist in die erste Box gekommen, dann in die nächste Box. Und es hat noch ein paar andere Boxen gegeben zum Erkunden. Und jedes Mal ein sehr zurückhaltendes Überwechseln, sehr vorsichtig, sehr langsam. Also gerade im Gegensatz zu einem gewohnten Tier, das immer wieder an neuen Orten ist. Das war mal die eine Überraschung. Und das Gegenteil war dann beim Maxi. Von ihm haben wir die Erfahrung gehabt, im alten Gebäude, der alten Anlage, dass er auf Neuerungen relativ zurückhaltend reagiert hat. Er hat einen neuen Boden reingemacht, hat er lange nicht getraut, draufzustehen, ist etwas Neues aufgehängt gewesen, hat nicht so recht gewusst, ob er sich dem nähern darf. Also immer sehr zurückhaltend, fast ängstlich, wenn es um Neuerungen gegangen ist. Aber schon der ganze Prozess von der Angewöhnung an Transportkisten und Ketten ist sehr gut gelaufen, da hat er sehr gut mitgemacht. Und wo er dann in das neue Haus runtergekommen ist und die Türen sich geöffnet hat, hat nicht lange gezögert. Er hat zuerst einen Moment den Rüssel gehoben, ein bisschen geschmückt, was hier in der Luft hängt, ist dann losmarschiert, hat überall Brot noch zusammengesammelt, die am Boden ausgelegt sind, bis zum nächsten Tor. Wenn wir das können aufmachen und auch wieder schnell ein bisschen schmücken und losmarschiert. Also er hat die Herausforderung problemlos angenommen. Als er dann in die grosse Sandbox reingekommen ist, hat er gerade alle Futtereinrichtungen ausprobiert, zum Teil auf Baumstämmen rauf, damit er nicht lange. Also seine Umgebung sehr intensiv begutachtet. Er war auch der Erste, der dann im nächsten Schritt in die grosse Halle reinnehmen durfte. Und auch hier am Anfang schnell den Rüssel gehoben, ein bisschen Luft eingesogen und dann hat er sie in der ganzen Länge und Breite durchschritten. In einer wunderbaren Kulisse. Er ist schon fast klein, hat er gewirkt in diesem grossen Haus, aber einen wunderschönen Anblick. Er hat dann auch wiederum bei den Aussenanlagen die Premiere dürfen machen und hat beim Erkunden jeden Mal noch gerade die Totholzbäume schnell getestet, ob sie auch wirklich heben. Und wenn es einen Ast gab, der ein bisschen gewackelt hat, dann hat er eine kurze Demonstration von seiner Kraft abgegeben und hat abgebrochen und ist zum nächsten gegangen. Also ein wunderbarer
Einstieg von ihm, nichts von Ängstlichkeit, nichts von Zurückhaltung. Er hat das wirklich in vollen Zügen, die neue Anlage, erobert und genossen. Jetzt, das ist dann, nein, ich muss sagen, es hat dann noch ein Einpünktchen gegeben von dieser ganzen Eingewöhnung. Eine Woche nachdem wir das Haus eröffnet haben, ist dann Domischa auf die Welt gekommen. Eine Geburt, die sich angekündigt hat und mir auch die Möglichkeit gegeben hat, vorbeizuwohnen, ein Geschenk. Und Domischa ist jetzt die Nächste, die wir erwarten, dass sie ein Kind auf die Welt bringt. Sie ist auch höherer Grad trächtig. In ein paar Monaten hoffen wir, dass sie dann hier auch ihre Jungs auf die Welt bringt.